Beatrice Egli ist wieder da. Und das ohne Dieter Bohlen. Seit einigen Monaten gehen die DSDS-Gewinnerin und der Pop-Titan getrennte Wege. Kein Problem für Beatrice. Sie hat ihre Karriere jetzt selbst in der Hand. Und noch im Oktober kommt ihre neue Platte. Bis hierher und viel weiter. Na Beatrice, erzähl mal, wie läuft es so? Ich darf mein Traum leben. Gehe das zweite Mal auf Tour. Und dann kommt dazu, dass mein drittes Album jetzt mit einem komplett neuen Team, also neuen Produzententeam gemacht wurde. Ein großer Schritt für die Schlagersängerin. Jetzt ist es an ihr, den Ton anzugeben. Ganz eigenverantwortlich. Auch wenn die Lieder geschrieben wurden, war ich mit dabei. Hab selber geschrieben, Musik und Text. Und das ist schon mal eine sehr, sehr große Veränderung für mich gewesen. Und eine sehr, sehr schöne neue Erfahrung, die ich nicht mehr missen will. Eindeutig, die 26-Jährige ist total in ihrem Element. Nach der Zeit mit Dieter Bohlen blüht Beatrice richtig auf. Vorher hat Dieter eigentlich alle Lieder geschrieben. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich diese Erfahrung mit ihm machen durfte, weil ich habe einen Wahnsinn-Rucksack voll mit Erfahrungen mit ihm, die mir sehr, sehr viel geholfen haben, die natürlich auch wieder Einfluss auf dieses Album genommen haben, was ich sehr, sehr dankbar drum bin. Und neu ist, wenn du von Anfang an so mit dabei bist, ist es noch mal viel emotionaler. Wie schön! Beatrice ist rundum happy und blickt nun auch mit positiven Gefühlen auf die mittlerweile beendete Zusammenarbeit mit dem DSDS-Juror zurück. Der Partyhengst als Vorzeigepapa? Das kann sich bei Evil Jared wohl niemand so richtig vorstellen. Aber noch krasser, auch der Bloodhound-Gang-Bassist selbst hält nicht viel von seinen Daddy-Qualitäten. Mit meinem Kind, ich bin ein schrecklicher Vater. Mein Kind macht was immer mein Kind will. Und ich bin wie ein größer Kind aus meinem Kind. Ich sage, oh ja. Sie sagt, ah, kann ich 5 Stunden Fernsehen heute? Und ich sage, ah, warum nicht 6? No, no. Evil Jareds Tochter hat den Partypapa also total in der Hand. Wow, so offen gesteht wohl kaum ein Vater, dass er bei der Erziehung, naja, sehr locker ist. Crazy Comeback-Idee von Senna. 6 Jahre ist sie mit Monroes erfolgreich. Jetzt hat die Sängerin neue Pläne. Willst du etwa wieder zurück in eine Girlband? Nee, na, ich bin in eine Boyband. Aber Senna, du bist doch gar kein Boy. Sag denn, dass ich zum Jungen werde. Ich will einfach nur Jungs um mich haben. Und wie soll das ablaufen? Ja, ich werde sowieso singen. Die sollen nur neben mir stehen und nichts tun und einfach das machen, was ich ihnen sage und gut aussehen. Und das reicht auch dann schon. Na, das kann ja lustig werden. Geheimer Dresscode bei Alarm für Cobra 11? Zum Start der 25. Serienstaffel wird in Köln der Pilotfilm gezeigt. Die Stars flanieren über den Red Carpet der Premiere und kommen im Partnerlook. Wie lustig! Vinzenz Kiefer und seine Schwester Dorcas zeigen sich beide mit blauem Oberteil und brauner Lederjacke. Doch damit nicht genug. Auch Erdoğan Atalay wählt diese spezielle Farbkombi. Wir sehen nicht nur Styling-Zwillinge, sondern sogar Styling-Drillinge. Ob wir da glauben können, dass das nicht abgesprochen ist?